Guten Abend und herzlich willkommen im SoTalk. Bei mir ist heute Jan Schneider zu Gast. Er ist Musiker und Kantilehrer. Guten Abend, Jan. Guten Abend. Was bedeutet dir Solothurn? Solothurn ist für mich eine Heimatstadt. Ich bin hier aufgewachsen und habe recht lange von meinem Leben schon in Kanti verbracht. Und ja, es ist halt, es heisst ja, dass man immer wieder auf Solothurn zurückkehrt, wenn man von hier weggegangen ist. Gibt es für dich einen Ort in Solothurn, der dich besonders inspiriert? Ja, sicher der Mährenplatz, also der Zentralplatz. Die ganze Stadt, ich kann dir jetzt keinen bestimmten Ort sagen. Nein, es ist mehr der Vibe von Solothurn, der interessant ist. Du bist neben deinem Kantilehrerjob Musiker, nennst dich Dandy John. Genau. Was machst du für Musik? Ich mache Musik, die ein bisschen an Billy Joel, Elton John erinnert. Allerdings teilweise auch neue Wege geht, ein bisschen modernisiert ist. Man kann es eigentlich keinem eindeutigen Musikstil zuordnen. Es ist mehr so, es kommt so Funk vor, wie Rock, wie Pop, aber auch teilweise Salsa. Also es ist ein bisschen so offen. Was vielleicht verbindet, ist das Programm oder der Name Dandy John. Eigentlich ein bisschen Persiflage, das Ganze ist ein bisschen ironisch aufgelesen, dass der Dandy ist ja eigentlich, man denkt so an einen Jüngling, der irgendwo da so sehr gediegen rumläuft. Das bin ich nicht mehr natürlich, aber es ist mehr so das Ironische, was drin ist. Und John ist einfach so der durchschnittlich bürgerliche Name, der Englische von dem her. Hat Dandy John viel Ähnlichkeit mit Jan Schneider? Es hat schon einige Ähnlichkeiten, ja. Wobei der Dandy John ist in Auftritt natürlich viel oberflächlicher als der Jan Schneider. Das kann ich natürlich jetzt als Kantilehrer nicht erlauben, dass ich da wirklich so eine Show herlege die ganze Zeit. Aber ich denke, die Botschaft, die überkommt, hat schon gewisse Ähnlichkeiten. Es ist eben recht kritisch, auch gesellschaftskritisch. Aber der Dandy John nimmt sich in das Problem hinein, das ist noch ganz wichtig. Er zeigt nicht einfach Probleme auf, sondern er sieht sich selber auch als Teil des Problems. So wie der Sach so schön gesagt hat, eigentlich soll man sich ja am Stau nicht aufregen, man ist selber auch ein Teil davon. Du hast vorhin die gesellschaftskritischen Texte angesprochen. Wie wichtig ist dir das, dass du nicht irgendwelche, ja, so wie die heutigen Popsongs, wo es nur noch um Lalala und Ole Ola geht, sondern wirklich mit richtigen Texten zu arbeiten? Es ist für mich sehr wichtig, es hat zum Beispiel Themen wie eben Schönheitsideal. Und das Schönheitsideal, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwo in eine Einbahnstrasse reinlaufen. Man muss schon ein bisschen das Bewusstsein stärken, auch von den Leuten, auch von den Jugendlichen, wenn man sieht, dass es sich an gewisse Schönheitsideale, eben Magersucht ist ein Beispiel davon, aber auch andere Probleme oder die eigene Rolle herausfinden, welche Rolle spiele ich in der Gesellschaft, wie viele Rollen muss ich spielen, dass ich noch mehr selber bin. All diese Fragen sind sicher, da muss man sicher die Leute wachrütteln. Und klar, sie so Liebessongs auch schön lieben die und vermissen die und alles so, aber das ist schon ein bisschen die Idee auch hinter der Musik. Wann hast du begonnen, Musik zu machen? Ich habe schon sehr früh angefangen damit. Zuerst mal so als kleines Kind habe ich irgendwie bei den Eltern im Keller irgendwelche Holzscheit arrangiert, bis es Xylophon nicht gegeben. Aber ich bin erst 15 geworden, als ich das erste Klavier bekommen habe. Und seitdem mache ich eigentlich Musik in unterschiedlichsten Sparten. Was sagen andere über die Figur des Dandy John? Sie sind geteilt der Meinung. Einige finden es sehr interessant, so vom intellektuellen Anspruch her, oder, dass sie sagen, ja, das wäre eine Figur, die durchaus Potenzial könnte haben. Wiederum andere finden es eher so ein Theater. Das ist, und wenn natürlich Musik hören, das ist unterschiedlich. Ja. Wie gehst du mit Kritik um? Eigentlich sehr konstruktiv. Wenn ich kritische Antworten bekomme, sei das per Mail manchmal oder auch schon irgendwo auf der Gästebuchseite, dann hat man natürlich, muss man schon klar sehen, dass man mit der Musik teilweise auch aneckt, dass man teilweise eben sehr kritisch ist und dafür fühlen sich einige Leute natürlich sind da sehr konsterniert. Und aus diesem Grund muss man auch sehen, wenn jemand natürlich sehr kritisch antwortet, dann ist das sein eigener Standpunkt, den man akzeptieren muss. Und vielleicht hat er irgendetwas getroffen, das ist auch wieder positiv, oder? So nach dem Motto, nicht gerade, ja, es gibt einen schönen Spruch, Neid ist eine besondere Form der Anerkennung, oder? Also immer das Problem ist immer sehr positiv zu nehmen. Und manchmal ist natürlich auch klar, ja, das ist,
Teile Aspekte werden zu Recht kritisiert und da müssen wir immer an uns arbeiten. Man sagt immer, dass die Musiker zum Songschreiben in so eine leicht depressive Phase kommen müssen, damit sie wirklich gute Texte schreiben. Gerade der Bühne Huber von Patent Ochsner betont das immer wieder. Ist das bei dir genauso? Nicht unbedingt. Natürlich viele Künstler brauchen so die melancholische Phase. Oder das Melancholie als ganz bewusst, ganz bewusst die depressive depressiven Zustand. Nein, ich eigentlich nicht. Nein, ich schreibe Songs an unterschiedlichen Orten und unterschiedlichsten Orten. Und du manchmal auch, ja, teilweise kommen einem Songs in den Sinn an Orten, wo man sich gar nicht vorher. Was sind das für Orte zum Beispiel? Ganz alltägliche Orte. Es ist schon interessant, wenn du zum Beispiel in die Ferien gehst, dann machst du vielleicht 300, 400 Fotos in diesen Ferien, aber was danach bleibt, ist eigentlich nicht. Ist nicht das, was auf den Fotos zu finden ist, sondern es ist eben so manchmal sehr nebensächliche Sachen. Das kann Hinterhof sein, das kann irgendwo, ja, weiss nicht, während dem Rasenmähen oder irgendwo kommt einfach plötzlich ein Song jetzt hin. Es ist meistens irgendetwas, wo mit Laufen zu tun hat oder eben wo der Rhythmus so eine gewisse Rolle spielt. Also meine Songs sind alle sehr rhythmisch und sie sind auf dem Rhythmus aufgebaut. Du hast bei den Auftritten immer die Goofy-Figur dabei, die wir hier sehen. Was hat das auf sich? Der Goofy ist eine sehr interessante Figur. Der Disney hat sowieso aus allen Figuren eigentlich einen tiefen Sinn verleiht, teilweise sehr kritische Aspekte. Der Goofy ist so übersetzt eigentlich albern, oder? Ist albern, ist ein bisschen tollpatschig und das entspricht mir schon teilweise auch ein bisschen. Selbstironie, das ist ganz ein wichtiges Mittel. Selbstironie zur Bewusstseinsmachung von Problemen, das ist mir wird durch Selbstironie natürlich sehr, sehr wenig angreifbar. Der Goofy hat ja verschiedene Ebenen, die man kann auffassen kann. Zuerst mal sicher ist er albern und tollpatschig und das ist schon so, man sagt und so, das ist recht amüsant. Auf der anderen Seite ist er ein sehr ironischer Typ, er weist auf Probleme her, wo's gibt. Das, zum Beispiel, es gibt so einen Trickfilm, wo er mit der Ski oben runterfährt und da werden einfach sämtliche Freimaurerzeichen gebraucht. Und da man merkt, wenn man das Ganze nachher interpretiert, dass es eben sehr ein kritischer Film ist und man auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Das ist vielleicht auch die Idee von Dandy John. Auf den ersten Blick, es ist fast so ein grotesker gewesen, auf den ersten Blick und auf den ersten Gehör, wenn man so will. Kann es gut sein, dass die Songs als Party-Songs, teilweise als wirklich als Rockmusik, pianolastige Rockmusik oder ähnliches angelost werden. Wenn man nach den Text anschaut, ist eben der Hinger eben noch, jetzt sind wir einen doppelten Boden noch. Das kann man, entweder kann man das nachher als Amüsement auffassen oder eben genau das Gegenteil. Warum die Schreibmaschine? Hat das dann auch wieder mit den Texten zu tun? Genau. Also ich schreibe Text am liebsten auf der Schreibmaschine. Das ist also richtig nach altem Schema. Das ist so ein Hermes-Baby und da ist der Max Frisch ist da ganz gut drin gewesen. Das stimmt bei dir in dem Fall das Klischee, dass die Lehrer nicht sonderlich gut mit neuer Technik zurechtkommen. Würde ich nicht sagen. Nein, das schaffe ich doch. Also jetzt gut, ja. Da ist es mehr, man überlegt sich, was man schreibt, man muss nachdenken, man kann nicht einfach die Taste drücken. Und das hat also wirklich hier kein Korrekturbang. Es hat zwei Bänder, ein rotes und ein schwarzes. Und da kann man je nachdem, kann man dann, wie wichtig das ist, wenn man den Referenz zum Beispiel kann man mit rot schreiben und den Rest in schwarz. Dein aktuelles Programm heisst Way Out. Warum? Warum ja weg? Way out ist eigentlich mit zwei Bedeutungen. Way out too much, das heisst, es ist viel zu viel alles zusammen. Aber way out ist eben auch das 0815 Schildchen am Flugplatz, dass es ein Ausweg ist. Ausweg. Und das ist schon ein bisschen, es hat schon ein mit der Sackgasse zu tun, die ich vorher angesprochen habe. Dass wir einen Ausweg finden aus dem, wo wir uns selber aufbürden. Zum Beispiel das Thema, jetzt Themen wie, so das verlorene Selbstbild oder eben auch das Schlankheitsideal, irgendwie Size Zero und so, das hat es vor 100 Jahren hat das nicht im Entferntesten gegeben. Das ist schon eine moderne Auffassung, Entwicklung. Hast du aus deinem Repertoire Lieblingssongs? Also macht man da so eine Abstufung, welche Lieder man besonders gern hat? Oder magst du alle, die du geschrieben hast, gleich gern? Ich mag nicht alle gleich gern. Es gibt Songs, die ich von Anfang an eigentlich als nebensächliche Songs akkomponiert und wo nachher die Band dazugekommen ist, ist es einer der Lieblingssongs geworden. Es gibt wiederum andere, wo man schon weiss, eigentlich, dass sie das wirklich die Hauptlieder sind, die ich gerne bieten möchte. Es hat mehr auch mit der Thematik zu tun, als natürlich auch mit dem Sound, weil je nachdem manchmal ein ganz gutes Riff, das wirklich einfach wo eingängig ist, das im Ohr bleibt. Und das ist meistens auch noch interessant, dass eben der Text ist nachher auch, das passt gerade wunderbar zusammen, sind meistens die Texte, die einen eben beschäftigen.
Während im Sommer hast du jetzt ein paar Auftritte. Hast du so ein gewisses Ritual, wie du dich auf einen Auftritt vorbereitest oder einfach raus, anfangen und fertig? Da wir noch relativ viel selber machen, haben wir gar keine Zeit, für uns vorzubereiten. Es ist meistens so, dass man einfach nachher auf die Bühne geht und anfängt. Das ist auch interessant, ich glaube. Ich möchte nicht in einer wahnsinnig meditativen Phase sein vorher, sondern es muss so ein bisschen so wie ein Flugzeug starten. Es muss eigentlich aus der Bewegung raus, muss man nachher abheben. Wenn du nicht gerade Musik machst, bist du Kanti-Lehrer. Wie passt das zusammen? Also gibt es da Parallelen? Das passt sehr gut zusammen. Es ist natürlich, es ergänzt sich irgendwo. Das eine ist der Beruf natürlich, der Kantilehrer ist der Beruf, den mache ich sehr gerne aus Leidenschaft. Ich würde gerne Leuten etwas beibringen. Das muss natürlich auch auf eine ernsthafte Art passieren, aber teilweise ist eben, darf der Humor auch nicht zu kurz kommen. Das ist vielleicht so das Bindeglied zwischen Kantilehrer und Musiker, dass so die ironische Art, die bringe ich auch in die Kanti auch manchmal zum Ausdruck. Was die Schüler nicht unbedingt ungern haben. Also lieber einen ironischen Lehrer oder mal einen mit ein bisschen Humor als einen dreiviertelstündigen Monolog in dem Fall. Vielleicht ja, klar. Wie finden es die Schüler, dass du in einer Band spielst? Also ist das Thema oder wissen die das zum Teil gar nicht? Sie wissen es schon, sie kommen es mit über und sie reagieren unterschiedlich darauf. Es ist natürlich interessant, wenn der Lehrer jetzt gerade irgendwo eben in einer Band oder eben auch gerade quasi ein Soloprojekt hat, oder, wo er nachher vorne am Bühnenrand ist, ist sehr interessant. Auf der anderen Seite, sie sind immer skeptisch, dass die Musik, die wir hören, normalerweise und verknüpfen nachher aber, wenn wir wirklich moderne Elemente haben, wenn wir mit Samplern arbeiten, wenn wir wirklich mit, teilweise mit Hip-Hop-Einflüssen arbeiten, wenn wir teilweise wirklich mit Reggae und mit weiss nicht was auskommen. Und jetzt haben wir gerade für die nächsten Auftritte haben wir noch eine andere Figur konzipiert. Das ist ja, er heisst Dandy John, aber man kann ganz viel aus dem Dandy John machen, der Randy John, man kann Sandy John machen, Candy John und jetzt momentan ist Randy John aktuell, das ist so eine ein reggae-lastiger Aussenseiter, der irgendwie probiert, mit den Leuten einen Hit zu komponieren. Er kommt also auf die Bühne und hat absolut keinen Schimmer, keinen blassen Dunst, was er genau mit denen machen will. Das gibt nachher einen gewissen Humor und er ist auch sehr eben tollpatschig. Also es gibt wirklich so, es hat so Show-Elemente drin. Und das ist nicht so der Andy John-like angelegt, sondern da muss er schon ein bisschen. Bin ich froh bei der sommerlichen Auftritt, dass ich dort mal in die kurzen Hosen schlüpfen kann, natürlich. Du wurdest von deiner Klasse gefragt, ob du bei der Maturfuhr spielen möchtest, am 27.06. im Grofmehl. Ist das nicht was Besonderes, wenn die Schüler bei ihrer Abschlussparty, also bei ihrem letzten Abend mit den ganzen Kanti-Schülern, mit ihren Freunden, ihren Lehrer mit dabei haben möchten? Doch, das finde ich schön. Das finde ich sehr, sehr schön, doch. Da sehen wir, dass vielleicht eben, dass einiges richtig ist gelaufen. Da ist man immer ein bisschen skeptisch. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein interessantes Bindeglied wahrscheinlich zwischen Schüler und Lehrerschaft. Es ist vielleicht auch ein bisschen vielleicht ein Versuch, dass eben auch andere Kantilehrer nachher an die Matur vorkommen, weil bis jetzt ist es ist ja öffentlich, also es kann eigentlich jede und jede dorthin kommen. Und es ist ein bisschen speziell von dort her, dass wir wirklich als einzige Liveband dürfen auftreten. Und ich hoffe, das kommt gut und wir sind vorbereitet und es tönt so ein bisschen nach Fußball-WM. Wir sind vorbereitet und hoffen, wir können ein gutes Spiel machen. Die Phrasen kommen jetzt langsam. Genau. Hast du das Gefühl, dass du als eher junger Lehrer Vorteile hast gegenüber schon langjährigen Lehrern, die vielleicht eben gerade nicht mehr dieses Ironische reinbringen können oder den Humor, den du angesprochen hast? Braucht es mehr junge Lehrer? Ich denke, Ironie ist nicht eine Frage vom Alter. Also ich kenne sehr viele Leute, die wirklich einfach die Ironie behalten haben. Es ist vielleicht ein bisschen eine gewisse Unbeschwertheit, die man behalten sollte, das sicher. Ich denke, dass man als Junglehrer haben wir einen Vorteil, wir sind schon näher bei den Schülerinnen, was auch Vertrauen schafft. Ein Nachteil ist natürlich, dass man eben disziplinarisch manchmal Mühe hat. Oder? Weil das ist dann, wenn jemand, der eben schon im gestangenen Alter vor einer Klasse steht, dann sind die natürlich automatisch ruhig. Das habe ich bisher jetzt auch im Griff natürlich, aber das ist sicher am Anfang jetzt mit euch in meinem Alter, so mit 38, ist auch nicht mehr so, dass du so wahnsinnig nahe bei den Schülern bist. Das schon nicht, das war vielleicht mit so 25-26 ganz anders gewesen. Was gefällt dir am Lehrerberuf am meisten und gibt es was dir überhaupt nicht passt? Am meisten gefällt mir ein Kollektiv von Leuten, die zusammenkommen, um etwas zu lernen und wie man das Wissen kann weitergeben.
Und was mir auch gefällt, sind die Diskussionen, die wir aber auch führen, einfach so, dass man den Leuten Intellektualität beibringen kann, dass man zeigen kann, und das ist jetzt gerade im Gymi natürlich wichtig, kritisch denken, gesellschaftskritisch denken, überdenken alles, was ihr macht, hinterfragen alles. Nehmen sie einfach für bare Münzen. Also eigentlich sind wir schon ein bisschen, also jetzt gerade, ich persönlich habe gerne Freidenker und Freidenkerinnen, das ist schon, kann ich schon sagen. Passiert das deiner Meinung nach an der Kanti noch zu wenig oder allgemein in den Schulen, dass wirklich zum Teil das aktuelle Tagesgeschehen mal aufgearbeitet wird oder dass zum Beispiel erklärt wird, wie es funktioniert oder wie es läuft? Und man sagt ja oft, die Jungen gehen nicht mehr wählen, einfach weil sie es auch von niemandem erklärt bekommen oder niemand ihnen sagt, wie es wirklich funktioniert. Von den anderen Fächern kann ich es nicht beurteilen, aber soweit ich weiß, doch, werden sie schon so... Mit ihnen das Freidenken dumm schon beibracht. Das ist schon die Idee natürlich vom Maturant, von Maturantin. Das ist eigentlich so ein Anspruch, den wir haben, dass die in die Welt rausgelassen werden, mit der kognitiven Fähigkeit, wirklich auch können zu denken und können entsprechend zu reagieren. Waren Sie damals ein Schüler, den Sie jetzt gerne unterrichten würden? Wahrscheinlich nicht. Aus welchem Grund? Als Schüler bin ich nicht so extrovertiert gewesen, bin eigentlich eher still gewesen und im Mäckeli gehockt und habe meine Sache gemacht. Und aktuell habe ich eigentlich lieber ein bisschen die Schüler, wo eben ein bisschen, manchmal auch Querdenker, finde ich sehr interessant, wenn jemand querdenkt. Das fordert mich als Lehrkraft natürlich auch immer wieder. Du bist noch Präsident vom Verein Ehemaliger der Kantonsschule Solothurn. Ja. Was sind da deine Tätigkeiten? Als Präsident koordiniere ich vor allem und schaue, dass wir die Anlässe abhalten können, die wir uns vorgenommen haben. Der Verein Ehemaliger der Kantonsschule Solothurn ist ein Verein, der sich eigentlich das Nostalgiesyndrom aufarbeitet, das wir alle haben. Also, wenn man natürlich von Kanti weggeht, haben wir zuerst mal keine Nostalgie, aber so nach 5, 6, 7 Jahren schon eben hat's Leute, die wirklich sich daran erinnern, wir haben eigentlich noch Original von Lehrkräften oder das Gebäude oder irgendwo das, was mit der Kante mitspielt, vermissen wir. Und dann kommen wir nachher zum Zug. Und die nachher mit gewissen Anlässen, die wir eben den Zusammenhalt fördern, wir schauen auch, dass wir die Geschichte ein bisschen aufarbeiten können. Jetzt zum Beispiel gerade an der GVD im August werden wir Kanti als Gebäude mal anschauen. Es ist ein Gebäude, das natürlich im Untergrund noch ganz andere Zimmer hat, als man das vermutet. Es ist also sehr spannend, auch die Baugeschichte von Kanti anzuschauen. Aber es hat auch Anlässe für jüngere wie für ältere Leute, dass wir möglichst varietätreich sind. Bei mir hat die Nostalgie damals schon nach 2 Jahren angefangen. Schon ich schön. Wieder zurück. Ja. In deiner Biografie liest man, dass du gerne Taschenuhren sammelst. Warum Taschenuhren? Ja, weil Taschenuhren, die haben eben so etwas Ungenaues an sich. Das finde ich sehr schön. Da steht eine Zeit drauf, die wahrscheinlich überhaupt in der Realität entspricht. Und hat Martin Luther King mal etwas ganz Schönes gesagt, und das hat er eigentlich aufgegriffen vom alten afrikanischen Sprichwort, und er hat gesagt, Gott hat den Weißen der Dauer gegeben und der Schwarzen Zeit. Das finde ich sehr interessant, oder? Wir sind eigentlich immer so ein bisschen Rush innen. Wir müssen immer schauen, dass wir möglichst pünktlich irgendwann sein. Das ist mir als Lehrperson natürlich sehr wichtig, dass ich pünktlich anfange. Aber wir müssen schauen, dass wir uns der Zeit nicht allzu sehr unterordnen. Sie läuft und klar, es ist nicht... Man kann sie nicht anhalten, aber sie hat auch eine gewisse Relativität. Und das ist das, was mir sehr interessant dünkt. Vielleicht auch die Zeit als Spektrum, wie unterschiedlich, dass man eben zum Beispiel Texte oder auch Songtexte in unterschiedlichen Altersgruppen wahrnimmt. Und das ist immer schön, was ich für Rückmeldungen bekomme von unterschiedlichen Altersklassen, die sehen etwas ganz anderes in den Songs. Das ist sehr spannend. Du schreibst nicht nur Liedtexte, sondern auch Bücher. Ein Buch von dir heißt Die Identitätskrise eines Schachcomputers. Ja. Wie kommt man auf die Identitätskrise von einem Schachcomputer? Zuerst mal, die Identitätskrise ist natürlich eben die Frage, die mich immer ein bisschen beschäftigt. Wer sind wir eigentlich und welche Rolle spielen wir? Und wie müssen wir uns verstellen, damit wir noch gesellschaftskonform werden und bleiben? Und der Schachcomputer hat ganz... Der hat Züge, die vorprogrammiert sind, die einordbar sind, und so funktioniert der Mensch auch sehr häufig. Ich sehe eigentlich selten Menschen, die nicht auf ihrem Weg bleiben, sondern die plötzlich irgendjemand anders sind und sich dort wiederfinden und sagen, oh Gott sei Dank habe ich endlich Kontrolle mal über mich selber und überall über das, was übrig so nach Freude ist, also die ganzen auferlegten Normen von der Gesellschaft.
dass man die immer über den Haufen werfen kann. Das ist mal schön. Das soll man eigentlich auch können. Welchen Stellenwert hat Literatur in deinem Leben? Also jetzt mal von den Songtexten abgesehen, sondern auch vor allem das selber Schreiben. Literatur hat auch einen grossen Stellenwert. Literatur entsteht eher im Stillen, währenddessen die Musik natürlich im Laut entsteht. Es ist schon so eine gewisse Ambivalenz zwischen Leise und Laut natürlich. In die Literatur kann ich mich auch zurückziehen. Und es ist eine ganz andere Stimme, die nachher die Texte schreibt, als wenn ich Songs schreibe. Bei Songs ist es eigentlich viel weniger erklärbar, wie die entstehen. Das ist manchmal kommt einfach eine Idee, die kommt aus dem Nichts raus oder aus irgendeinem kreativen Zentrum raus. Und bei Literatur ist es so, dass dort das Intellektuelle sehr gross hineinspielt. Dass man dort versucht, Motiv reinzubringen, also man versucht, das auch so darzulegen, dass die Leute etwas zum Entschlüsseln haben. Das ist bei Identitätskrise ein Schachcomputer wichtig. Es hat Gedichte drin, die teilweise von Leuten haben geschrieben. Sie haben noch nie kein einziges Wort verstanden. Und wiederum andere sehen etwas in dem. Wenn du so Bücher schreibst oder Songtexte, musst du da nicht auch manchmal ein bisschen aufpassen, dass du eben diese Stimmen nicht vermischst. Du als Jan Schneider, als Lehrer oder einfach als Mensch und der Dandy John als Mensch, vermischt sich das ab und zu oder muss man da aufpassen? Nein, Dandy John ist natürlich ein Konstrukt. Der Dandy John, der ist also nicht so. Das ist nicht so, dass ich da selber in einer Identitätskrise wäre und jetzt irgendwo als Dandy John plötzlich rumlaufen. Das ist ein Konstrukt, das ist ganz klar eine Programmatik, die natürlich wo durchdenkt ist auf einem Weg und die auch versucht, eben bei den Leuten irgendetwas auszulösen. Nein, ich bin noch immer drei Jan Schneider geblieben. Am Ende vom Gespräch noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Du bist jetzt Musiker, Lehrer, Autor. Was kommt da noch als nächstes? Nicht mehr. Das war's? Das ist schon gesehen. Also bist du komplett Familie zufrieden? Natürlich ist Familie mir das Wichtigste und das ist dort, wo ich auch Rückhalt bekomme. Meine Frau und mein Kind, das ist klar. Und alles andere ist so noch einfach so eine Art Ausgleich zur Arbeitswelt, irgendwie auch ein Bedürfnis, sich mitzuteilen. Und zwar sich mitzuteilen nicht als ich, sondern als Teil von einem Kollektiv, was offenbar eben leider manchmal noch nicht so schafft, aus dem auszubrechen. Es sind sehr viele Leute an den Fuß im Hosensack machen und sagen, das kann doch nicht sein, aber niemand sagt, bringt das Tageslicht. Wie sieht eine typische Woche bei dir aus? Gibt es das? Es gibt natürlich, es gibt typische Wochen. Das ist auch nicht so, also jetzt vom Aufwand her natürlich auch nicht so, dass so Tag und Nacht Musik oder Literatur machen. Das ist etwas, was eben am Rand entsteht. Eine ganz normale Arbeitswoche, wie alle anderen auch haben. Sie haben vorher gesagt, es kommt nach Musiker, Autor und Lehrer nichts mehr. Also wünschst du dir eigentlich für die Zukunft, dass alles so bleibt, wie es ist? Ich denke schon. Ich denke, Musik ist natürlich sehr wichtig geworden. Aber ich will nicht noch eine andere Form vom Ausdruck suchen. Also es ist nicht so, dass ich plötzlich noch auf die Idee komme, ich muss jetzt noch ein Pinsel in die Hand nehmen und irgendwo da ein Bild malen, weil das kam ehrlich gesagt nicht viel besser aus oder viel schlechter als bei meinem 6-jährigen Sohn. Dann danke ich dir vielmals, dass du heute Abend bei uns vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Merci. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.